Danke für die Geschenke. Und damit sind wir zurück. Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Insock. Und willkommen zu Super Smash Bros. Ultimate Revenge. Auch eher als Postgame genannt. Ja, die Five Light Challenge war leider eine Niederlage. Doch die Strafe kam nicht durch. Zum Glück tauchte keiner auf der Insel und ich kam damit schön gut davon. Die Strafe war nämlich, die Insel eine Stunde offen zu lassen. Und ich habe echt lange gekämpft. 9 Stunden live. Und jetzt heißt es das Postgame, was wir höflicherweise Revenge nennen, denn das Finale dieser Woche wird live ausgetragen, wenn alles funktioniert. Und wir werden Kira im leichten Modus endgültig in allerwertesten Fall kloppen, damit er endlich fällt. Gut, allerdings diesmal wollen wir die Modi erstmal ausprobieren. Und ich würde sagen, wir beginnen mit den klassischen. Warum läuft deine Tür? Herausforderer? Moment mal, was? Hä? Ich hätte doch alle freigeschaltet. Was? Lucina? Moment mal. Will mir das Spiel jetzt ernsthaft erklären, dass ich da ins Finale gegangen bin? Ohne alle Fighter? Und das erfahre ich sozusagen einen Monat später? Sag jetzt nicht mehr, hat für Lucina gefehlt. Dann hätte ich ja sowieso nicht gewinnen können, denn die Bedingung war, alle Fighter zu nehmen. What? What? Ich muss mal nehmen. Ich darf hier jetzt alles verwenden, was ich will. Sag mir jetzt nicht, ich hätte sowieso nicht gewinnen können. Sag mir jetzt nicht, ich habe Lucina vergessen. Wo war denn bitte schön Lucina? War Lucina? What? Hä? Noch ein Herausforderer? Was? Luigi. Aber ich hab doch Luigi freigeschaltet. Hä? Hatte ich kein Luigi? Habe ich welche vergessen? Herausforderer! Ich hab kein Luigi. Ich hab keine Lucina. Hä? Ist das möglich? Lucina? Luigi? Alle beide vergessen? Das heißt, ich bin nicht weniger reingegangen als eigentlich gewollt. Die Bedingung war ja, alle weiter zu befreien. Ich hätte von Anfang an versagt. Strafe nicht gut ausgefallen, also ich bereue es nicht damit. Ist ja nichts passiert, keiner online gekommen. Aber ich habe 2 gefehlt. Ich habe alle Kämpfe freigeschaltet. Okay, okay. Ich wollte eigentlich mit dem Klassenmodus beginnen, aber ich will es jetzt wissen. Wo waren die beiden? Tu mich nochmal ins Abenteuer. In diese eine Map. Wo waren denn bitteschön Luigi und Lucina? Ja, geht zurück. Mit euch rechne ich am Sonntag ab. Und zwar auf leicht. Da werde ich allerdings den Account natürlich wechseln. Also, hier nochmal Kämpfer.
Ich habe echt Lucina und Luigi vergessen. Nachdem ich schon Toon Link vergessen habe. Und Forego. Ich hätte sowieso verloren, denn die Bedingung hieß, dass ich alle Kämpfe haben muss. Will ich aber wissen, wo sie waren. Kleine Planänderung. Wir suchen jetzt die beiden Kämpfer nach. Ich kann es doch nicht sitzen lassen, dass ich in dem Story-Modus nicht alle Kämpfe habe. Und ja, ich laufe mit einem Street Fighter rum, denn das letzte, bevor das Spiel komplett abschmierte, hatte ich noch einen Street Fighter am Start. Wo ist Luigi? Und wo ist Lucina? Sind die noch im Rätselbereich vielleicht? Sind sie irgendwo hier versteckt? Die müssen irgendwo sein, auf jeden Fall. Zerstören wir jetzt diese Amy. Ist der jetzt nicht umsonst ans Revenge gelistet? Und wir dürfen ja jetzt alles nutzen, was wir wollen. Wir haben keine Leben mehr. Die Challenge ist abgeschlossen, die Strafe ist abgeschlossen. Aber ich bin geschockt. Ich habe zwei vergessen. Luigi und Lucina, irgendwie komplett ironisch, weil Luigi ja immer wieder mit Mario verwechselt wird. Und genau deswegen so bitter. Na, wie schmeckt dir das? Du kriegst deinen Hammer nicht wieder. Stattdessen kriegst du ihn drauf. Ich habe jetzt Amy eingesammelt, ist aber völlig egal. Die Challenge ist beendet. Es heißt nur noch Revenge. Nein. Da ist noch eine komplette Meisterhand. Ein komplettes Gebiet mit Meisterhand. Ich habe ein komplettes Gebiet ausgelassen. Ein komplettes Gebiet. Lass mich raten, da sind Luigi und Lucina. Option. Ganz einfach. Da ich keine Lust mehr habe auf schwer und ich die Nase voll von den Modi habe, gehen wir jetzt auf leicht. Zerstören das Ding. Ich darf ja jetzt auf leicht gehen. Ach halt, da muss ich ja nicht mal den Account wechseln. Stimmt. Ja, dann werden wir gleich hier die Revenge machen. Nice Ding. Johohu! Jetzt aber mal ein bisschen Schaden. Und ich krieg kaum Schaden. Na bitte, geht doch! Wird es mir eine Freude sein, Kira und Galem endlich mich zu rächen, indem sie mir so eine Hölle gemacht haben. Und der hat die genommen. So, tschüss! Keine Lust mehr auf euch! Ihr habt mich schon im März sehr genervt. Und über die restlichen Monate darüber. Vom November bis März. Lass mich raten. Hier irgendwo ist Luigi. Und Lucina. Nein, das ist einfach nur der Rätselbereich und diese Hand ist respawned anscheinend. Lol, diese Hand ist respawned? Was ist das denn für ein Bug? Und das ist auch ein Weg in den Rätselbereich. Nur anders. Ich hab mir alles abgesucht. Hier kann keiner mehr sein. Da hatten wir jeden einzelnen mitgenommen. Wo sind die letzten? Das ist die Frage. Wenn man da lang geht, vielleicht ist da was. Hier ist Fabian. Aus dem ersten Randomizer Game. Ah komm, wir haben
Auf leicht, das kriegen wir schon hin. Auf sehr leicht. Bereit? Los! So, jetzt habe ich ihn. Schlafschutz. Lass mich raten. Hier ist ein Fighter. Ne, hier ist nur eine Gem. Okay, ich gucke jetzt nach. Wo sind Luigi und... und Lucina. Super. Smash. Was holt sie mit? Okay. Story mode. Incineroar. Dumme Werbung. Sorry, die Töne gerade. Ich habe vergessen, dass man das auch hören kann. Ich habe mir gerade so ein YouTube-Video zur Hilfe geholt. Okay, wo ist Luigi? Dark Note. Nummer 49 ist er. Und Lucina ist... wo ist Lucina? Wo ist Lucina? 67 Whitefart Luigi Deck Note. Da muss ich mal nachgucken. Wo ist denn bitte schön Luigi? Ja, ich muss mir echt wieder ein Tutorial ansehen. Den letzten zu finden. Luigi ist noch auf der Rätselmap? What? Luigi ist noch auf der Rätselmap. Das darf doch nicht wahr sein. Mamma mia! Keine Pasta für dich heute! Der ist irgendwo noch auf einem geheimen Bereich auf der Rätselmap. Genau, Spiel. An der Meta Knight Zweigung. Der ist gleich neben Meta Knight. What? Ist doch nicht wahr. Der ist gleich neben Meta Knight. Meta Knight lag auf dem Weg. Wohlgemerkt. Hier um den Dreh haben wir Meta Knight getroffen. So um den Dreh. Etwas höher. Wo ist der Meta Knight Punkt?
Da, da, hinter dem Link. Hinter dem Link ist der Luigi. Yikes. Hinter dem Link. Kein Wunder, dass ich ihn nicht entdeckt habe. Bereit? Los! Was so? Dark Sozialer, was soll das? Oder das ist creepy. Dark Sozialer ist plötzlich der König. Warum verfolgt mich dieser Mii überall hin? Ganz ehrlich. Bis Oktober ist es doch noch hin. Ich glaube, das mit Dark Sozialer wird noch heftig. So oft wie Mii auftaucht. Jetzt natürlich im Leichtmodus ist das ein Kinderspiel. Allerdings im Höllenmodus. Yikes. Hier, hier ist er. Hier ist Luigi. I don't care. Er ist sowieso auf leicht. Super leicht. Besser sagt Baby Mode. Bereit? Los! Ja, komm mal angefordert. Du fliegst sowieso. Manometer. Dass ich echt Luigi vergessen habe. Das darf doch nicht wahr sein. Mir ist nicht mehr aufgefallen, dass er gefehlt hat. Und Lucina versteckt sich auf der Glocke. Nee. Nee. Sag mir jetzt nicht, Lucina versteckt sich. Hinter Mecher, Wiggly. Ist noch ein Kämpfer. Hinter Mecher, Wiggly. Auf der Uhr. Auf der Uhr. Auf der Bayonetta-Uhr. Damit sind meine Pläne natürlich jetzt vollkommen für den Hintern. Na gut, dann streiche ich halt einfach den... Worauf bin ich jetzt gelaufen? Dann streiche ich halt eben den Homerun-Wettkampf und den Multiman-Smash gemeinsam ein. Ich hole mir jetzt diese andere... den letzten und räche mich dann an hier aber richtig. Denn beim letzten Mal habe ich mit dem Fehler eben begangen, dass ich... ohne der komplette Kuh angekommen bin. Das war ein entscheidender Fehler. Aber selbst wenn, das System hat es nicht mehr ausgehalten. Also haben mir tatsächlich Lucina und Luigi gefehlt. Das darf doch nicht wahr sein. Aber hey, wieso ärgere ich mich? Ganz ehrlich, ich habe ja keine richtige Strafe bekommen, da keiner zur Strafe erschienen ist, also. Wieso beschwere ich mich? So schlimm ist das nun auch wieder nicht. Kurz, ich hätte eigentlich von Sekunde 1 an verloren. Doch zum Glück bemerke ich es erst jetzt. Von allem, die ganze Zeit hat ja die Strafaufgaben Creator und München zugesehen. Und sie hat es anscheinend ebenfalls nicht bemerkt. Genauso wie ich. Sonst hätte sie vermutlich gesagt, wo ist Luigi oder so. Aber wie hätte man es erkennen können? Überall waren Fighter postiert, bis zum geht nicht mehr. Ich hätte auch noch eine Masterhand auf. Hätte man suchen können, wie man lust und launig ist. Darum. Dumm wie dumm. Ja, rum. Dumm wie dumm. One way. Und this phone. doch richtiger Weg.
komme ich zum Punkt? Ah, so oder wie? Hä? Hallo? Komme ich jetzt wieder zur Drehscheibe? War es der Gang? Ja, es war der Gang. Hinter diesen dummen Roboter steckt Lucina. Was macht das für Sinn? Oh, halt. Es macht schon Sinn. Dragon, Lucina. Lucina kam aus der Zukunft, um einen Dreck zu beschützen. Ich will jetzt nicht spoilern, aber Backstory. Also, macht schon Sinn. Ich hab's nur nicht gecheckt. Gewonnen! Also das mit Luigi hat keinen Sinn gemacht. Warum hat man dann den Link dahinter platziert? Auf jeden Fall sammeln wir noch Lucina ein und ich fühle mich irgendwie in die Challenge zurückversetzt, aber vorbei. Wäre ich auf die Truhe losgegangen, hätte ich ihn entdeckt. Da sind sogar noch Lernjuwelen drin. Jautsch. Warum ärgere ich mich? Warum ärgere ich mich? Ich habe doch in gewisser Weise die Strafe überlebt. Ich ärgere mich, dass sie tatsächlich vergessen haben. Sie wurden mir am Ende doch nicht mal mehr angezeigt. Tatsächlich, ich habe vorher extra gecheckt. So, habe ich jetzt alle. Die haben die zwei nicht angezeigt. Wow, war das ein Körper. Und der Drachen sieht sie schon wieder. Jetzt haben wir tatsächlich jeden einzelnen von ihnen freigeschaltet hier. Und wir kriegen als Belohnung Manafi. Rette sämtliche Kämpfer. Ich hätte es an diesem Achievement merken sollen. Aber ich wusste nicht mehr, dass das Achievement da sind. Und es gibt noch eine Ursache. Mann! Wie konnte ich das nicht übersehen? Ja, Leute. Schicksal, Schicksal. Ich will nicht nochmal rein. Erst am Sonntag. Dann hau ich die Tiere auseinander. Danke, Hund. Und ja. Das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Im nächsten Part dann der klassische Modus. Aber danke fürs Zusehen. Bleibt sehr, ganz lauter und bye.